Liebe Kinder der Nacht, seid uns ganz recht herzlich willkommen hier auf Schloss Dracula, wo der gute Graf sich der Alchemie hingibt und der treue Killer so dem Grafen ein wenig Gesellschaft leistet. Ich werde mal direkt wieder auf Play drücken und die gute Hermine ist hier noch lustig am Rumzaubern. Müssen die heute eigentlich arbeiten? Nee, die dort frei. Das passt super, denn wir machen ja heute auch unsere super Party und ja, gleich ist es soweit. Die ersten Gäste dürfen dann, denke ich mal, auch eintrudeln. So um 8 hatten wir die angesetzt. So, Graf hat das Rezept Fiole voll Freude gelehrt. Aha. Das ist natürlich nicht gemäß dem Fürsten der Finsternis. So, und ja, aber wir gucken mal. Es wird auf jeden Fall nochmal weitergehen, denke ich. Und nun ja, ich bin ja mal gespannt, wer hier gleich so auftaucht. Ob überhaupt jemand auftaucht. Aber der Graf ist ja immerhin schon ein Star, ein Sternchen. Und da kann das gut sein, dass die Leute mal gucken wollen, wie so ein Sternchen so lebt. Ne? Hier ist die gute Dings der Bumster, die letztes Mal irgendwie ein schwarzer Fleck war. Warum auch immer. Kann ich nicht sagen. Hier ist das schöne Schwimmbad. Mal gucken, ob da mit Badeklamotten auch irgendwer reingeht. So. Aber müsste denn die Party jetzt nicht mal langsam angezeigt werden? Wir werden dann auch auf jeden Fall hier auf unserem schönen, in unserem schönen Speisezimmer mal hier ein bisschen servieren, dass die Gäste auch lecker was zu essen bekommen. Was ist jetzt hier? Sind die sich schon wieder verspottet werden? Boah, also Hermine ist ja wirklich extrem übel. Süße, ich glaube, du hast die Reihenfolge nicht ganz erkannt. Der Graf ist, obwohl sie ist natürlich eine böse Hexe. Ja, gleiche zugleich gesellt sich gern. Wow, Brasi. So, die Partygäste kommen. Die Partygäste kommen. Wer ist denn da der Erste? So. Ah, okay. So, guten Tag, Partygast, hallo. Ein einzelner Gast, das ist natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, sind das deine Schwimmklamotten? Tolle, wir haben gesagt Schwimmklamotten. Das sieht aber irgendwie gar nicht nach Schwimmklamotten aus. Das scheint aber ein Djinn zu sein. Ein Genie, was kann man denn mit dem so alles machen? Über mich nachdenken lassen, okay. So, ein einzelner Gast, das ist aber ein bisschen mager. Ich dachte, jetzt wird hier richtig der Bums abgehen, aber... Ein Gast ist ja doch ein bisschen sparsam. Es ist ja wohl 8 Uhr ist jetzt gleich. Gut, die ziehen sich jetzt alle um. Schwimmklamotten sind am Start. Okay, sie denkt jetzt gerade an den Grafen. So, sonst noch irgendwer gekommen hier im Hause Dracula? Nicht. Das ist aber schade. Eigentlich wollte ich ja mit Besucher erzwingen, das irgendwie vermeiden. Aber wenn natürlich ein einzelner Gast kommt, das ist natürlich doch schon ein bisschen schade. Ich glaube, die kennen den Graf mittlerweile eigentlich alle, ne? Haben ein bisschen Schiss. Wir wissen, die Partys vom Graf, die muss man nicht unbedingt erleben. Wer kommt denn da? Das ist auch ein Vampir. Ah, da kommen sie. Da strömt das Volk. Das ist schön. Okay, es ist auch ein Vampir. Oh, alles voller Vampire jetzt hier. Okay, die kommen auch alle brav in Schwimmklamotten. Habe ich doch gesagt, die wollen alle gucken, wie der Graf so lebt. So, alles Vampire. Aber auf Vampire werde ich hier in diesem Spiel keine Rücksicht nehmen. Denn, Grafi-Baby, du wirst jetzt mal hier eine Runde hingehen. Ein bisschen schwimmen. Mal gucken, wer mitkommt. Also groß genug müsste es jetzt sein. Haben wir auch letztes Mal schon probiert, dass die alle da mehr oder weniger Platz drin haben. Das ist auf jeden Fall der Fall. Oh, boah, das Spiel ist aber heute sehr, sehr, wie soll ich sagen, ja, nicht sonderlich nett. Aber dieser Djinn, der sieht ja auch cool aus. Den müssen wir uns mal ganz in Ruhe angucken. Hallo. Genie, hallo, bezaubernde Genie. Ja nun, geht der Graf jetzt ein bisschen, was will er jetzt hier? Gemein zu Hermine sein. Oh ja, die beiden haben sich, da haben sich die richtigen beiden gefunden, okay. Okay, Bonehilda steht da. Ich will das mal von oben ein bisschen betrachten, so. Irgendwie stehen die alle ein bisschen sinnlos in der Gegend rum. Wir machen mal Folgendes. Hermine, du wirst jetzt hier mal servieren für 250 Pfeifen. So, da kann jeder sich was zu essen nehmen. Du wirst dir jetzt mal, was können wir denn mal holen? Habe ich doch gemacht, servieren. Okay, musst du wahrscheinlich für hingehen. Mann. Okay.
So, das hakt hier gerade irgendwie ohne Ende. Ich weiß auch nicht, was da gerade so los ist. Aber nun gut, ihr wisst, mein System ist nicht das stabilste und nun ja. Sie läuft auf jeden Fall ein bisschen in Zeitlupe. Zeitlupe, Pupupe. So, hier fertig machen, da, okay. Super, und jetzt nimmst du direkt mal ein bisschen gefüllter Truthahn. So, okay. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier ein bisschen rumgucken, wo die Gäste sich so aufhalten. Okay, wo sind denn die ganzen Gäste? Die stehen hier alle sinnlos in der Küche rum. Graf, was los? Bekannter, anhören. Du sollst aber eigentlich ein bisschen schwimmen gehen, mein Freund. So, machen wir hier den Bums an. Ach, das ist schon an. Mhm. So, Graf, ich sagte, schwimmen. Macht er das jetzt? Macht er das jetzt? Er kommt da irgendwie nicht raus. Die stehen da alle dumm im Weg rum. Es ist ja ein bisschen schade. Okay, da ist gar kein Licht, sehe ich gerade. Ja, Jungs, wieso steht ihr denn alle da rum? Hermine ist am Essen. Na, wenigstens eine, die schön an unserer gedeckten Tafel sitzt und sich da lecker was in den Kopf drückt. Dann geh du doch mal schwimmen, meine Süße, wenn du gegessen hast. Wow, tolle Party. Ich muss erstmal gehen. Ja, das war ja doch echt eine Pleite. Gut, die Genie haut ab. Ich spule mal ganz kurz ein bisschen vor. Aha, aha. Ist Hermine denn schon am Schwimmen? Ne, die räumt erstmal ab. Dafür haben wir Personal, Hermine. Hallo. So. Aha. Aha. So, wo geht Ette hier hin? Holt er sich auch was zu fressen oder was? Okay, diejenige, die in das böse Zimmer geht, ist Hermine. Okay. Das ist nicht gut, Hermine, obwohl, ja. Jetzt wäscht die da ab. Ey, was glaubst du, wofür wir Personal haben, Toddy? Das glaube ich ja jetzt gerade gar nicht, ne? Was ist denn das für ein Scheiß hier? Keiner geht ins Schwimmbad. Wer geht in den bösen Raum? Hermine. Du sollst schwimmen gehen. Ja, jetzt geht sie vielleicht schwimmen. Okay, gucken wir uns mal an, ob das überhaupt funktioniert. Boah, ist das hier gerade am Abruckeln. Das scheint aber daran zu liegen, dass wir gerade super viele Sims hier haben. Okay. Und, klappt das? Ja, das klappt wenigstens. Können wir denn irgendeinen zum Schwimmen mit an den Start holen? Hier, wie sieht's denn mit dem guten Bassmann aus? Wow, tolle Party. Kann man jetzt irgendwie hier mitmachen, schwimmen? Bip, 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 bip. Zauber wirken, hör auf damit, Freundschaft des Begrüßen. Ne, irgendwie nicht. Ne, irgendwie nicht. Mhm. Ja, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Dann gehen wir hier hin, Hermine. So, hier hingehen. Beziehungsweise machen das nochmal anders. Schalten wir den Fernseher ein. Einschalten. Fernsehen, High Definitionen. Nimm. So, die hauen es aber irgendwie alle ab, ne? Ist ja komisch. Die stehen da alle dumm in der Gegend rum. Aber wisst ihr, was wir machen? Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich gehe mal ganz kurz auf Pause. So. Weil das alles irgendwie doch ein bisschen schwierig ist, ist der Graf ist draußen. Machen wir jetzt Folgendes. Abschließen alle. Dann kriegen wir auf jeden Fall ein paar Geister, finde ich ganz gut. 1, 2, 3, 4, 5 Geister. Super. Und weiter geht's. Wenn die schon nicht in unser wunderschönes Schwimmbad wollen, dann eben nicht. Wir können auch anders. Der Graf ist, wie gesagt, böse und Hermine ist ganz besonders böse. Okay. Tja. Meine Freunde, ich, ihr habt's nicht anders gewollt. Ich bin da irgendwie, der Graf hat euch gesagt, ihr sollt schwimmen gehen. Deswegen habt ihr Schwimmklamotten an. Wenn ihr das nicht wollt, können wir auch anders. So, Hermine kommt da auch wieder. Tralala. So, der gute Killer kriegt wahrscheinlich wieder einen Trick gezeigt. Ist das so? Nee, einfach nur so. Aber der mag die, gut, Tricks folgen. Komm hier, Tricks, Todstellen für Brunhilde. Ich bin tot, Alter, ich bin voll gestorben. Okay, mach da. Liebe Leute. Da ist er umgefallen.
tot. So, was können wir sonst noch? Tricks? Sitz machen. Okay, wir machen mal Sitz. So, das ist ja nett. Und du hast gerade auch pauschal verloren. Ach, da ist der Graf drin. Scheiße. Jetzt pennt er auf seiner eigenen Party. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Ich glaube das alles gerade gar nicht, was hier so passiert. Na, das ist unglaublich hier. Bummes! So, hier, zerwubbeldiwab. Oh, da sind Zombies oder was ist da? Ne, das wird irgendwie... Komm, Graf, jetzt hier fertig machen. Schnauze voll hier. So, du gehst ja jetzt mal raus. Ich sagte, du gehst ja jetzt mal raus. Ey, Alter, du gehst jetzt hier raus. Machst du? Irgendwie kommt er da nicht raus. Jetzt ist Brunhilde da auch noch drin. Was für ein Scheiß, die macht das Bett. Oh Mann, liebe Leute, das ist aber echt irgendwie doch ein bisschen albern. Ey du Penner, mach's mal Platz für den Grafen da, Alter, oder was? So, Brunhilde, du musst jetzt eigentlich auch noch raus hier. Komm, Boni. Jetzt ist natürlich Brunhilde da drin. Das ist natürlich nicht so schön, aber... Mal gucken, was mit der passiert. Ich weiß es gar nicht. Das können wir aber eigentlich nicht machen, meine Freunde. Aufschließen. Brunhilde. Ich bin gerade ein bisschen ratlos, meine Freunde. Weil Brunhilde kommt da ja auch irgendwie nicht raus, ne? Obwohl, eigentlich ist die ja schon tot, ne? Eigentlich, ja. Sie ist auf jeden Fall gut dabei. So, Brunhilde, meine Süße. Ist auch scheiße, dass man die nicht steuern kann, ne? Okay, da gehen sie wieder raus. Komm, Boni, jetzt geh du auch raus, dann haben wir nochmal ein paar zwei. Okay, da geht sie raus. Super. Bedeutet, abschließen alle. Ja, hat sich die Party doch irgendwie gelohnt, ne, muss ich sagen. Haben wir jetzt hier auf jeden Fall ein paar nette Hausgäste. Ihr beiden könnt euch da, denke ich mal, ganz gut amüsieren. Finde ich gut. Ich hätte zwar gerne ein paar Wasserleichen gehabt, aber ja nun. Und hier haben wir jetzt bei der netten Butler-Dame ebenfalls ein paar nette Gäste. Wieso sind das nur noch zwei? Okay. So, was sind das hier für ein Strullermann? Schon sie mich nachdenken lassen, okay. Ja. Noch findest es lustig. Gedankenlesung, lesen. Was macht denn der Typ so? Karriere? Was macht er für eine Karriere? Komm. So, Journalismus. Ja, das heißt, du bist ein Paparazzi. Das finde ich gut. So, die beiden sind hier sich nett am Unterhalten. Freundet euch schon mal gut an. Wen haben wir denn hier? Das und das. Okay. Na gut, okay. Wer ist Ditte? Ja, der geht auf jeden Fall. Schöne Musik hier. So, der Graf. Wo haben wir den Grafen? So, jetzt haben wir auf jeden Fall vier Gäste. Okay. Dann machen wir mal ganz kurz. Okay, Partys, bla bla bla. So, boah, ist das hier ein Zombie oder was ist das? Ich will mal ganz kurz hier einmal runter machen. Ist das ein Zombie? Das ist auch noch ein Hund. Gedanken lesen, aufwecken. Okay. Ja. Wen haben wir denn hier? Streunender Hund, Larry und so weiter. So, wow, was für eine Party. Ja, super, super, super. Will denn keiner hier ein bisschen rumschwimmen, meine Freunde? So, aber irgendwie verschwinden die alle. Die ist jetzt nur noch alleine. Wieso ist denn der Typ hier irgendwie...
verstehe ich nicht. Vielleicht ist das bei einer Party nicht möglich. Wir haben es ja so noch gar nicht letztendlich ausprobiert. Den letzten Gast, den wir hatten, den Herrn Leiko, den hatten wir ja erzwungen und vielleicht sind die Partygäste... Okay, sie legt sich erstmal pennen oder was macht sie da? Ja, wir gucken uns an, was hier so passiert, meine Freunde. Verstehe ich zwar alles nicht ganz so, aber nun gut. So, mit Sirena, ist das Sirena? Oh, ich denke mal, die wirst du spätestens als Geist wieder sprechen können, wenn sie denn dann... Sollen wir uns einen neuen Geier holen? Ja, wenn wir schon keine Katze machen, dann machen wir mal hier besetzen. Großer Vogel. So, wir nehmen jetzt mal einen blau-goldenen Ara. Okay, und den nehmen wir dann wie gehabt Lucky Bommes Frankenstein. In Gedenken an unseren Vorgänger. So, wuppdidei. Okay, komm. Super, hier. Tragen, benennen. Juhu, genau. So. Lucky Bommes Frankenstein. Yippie-yay. So, jetzt hier gleich mal füttern. Nicht, dass er uns wieder vom Stängel fällt. Das wollen wir ja doch ein bisschen vermeiden. Irgendwie stehen die alle ein bisschen dumm rum, die Sims. So, ich war auch gefragt worden, beziehungsweise gebeten worden, dass ich mal meine Grafikoptionen zeigen möchte, wie ich das hier so eingestellt habe. Können wir ganz kurz gucken. Hier Grafik, Vollbild 19, 20 und so weiter. Hier Kantenglättung hoch, hoch, Mittel, Baumdetail, Mittel. Sim-Detail sehr hoch, Textaturen, Grundstücke, Detail 2, sichtbare Fläche hoch, das ist hier angeknipst und so weiter. Sound habe ich hier, ne, mit der Musik, das bringt zwar nicht viel, wir wissen ja, das ballert immer gerne mal rein. Das ist Detail allgemeine Einstellung. So, hier, Altern ist nicht aktiviert, hoher freier Wille. Videoaufnahmen brauchen wir nicht, machen wir anders. Musik, so, online sind wir nicht. Umgebung, Mondzyklen, den können wir eigentlich mal auf 4 machen, damit wir ein bisschen mehr Action sehen. So, das, was das ist, weiß nicht, Fortlauf der Geschichte, ist auf jeden Fall aktiviert. So sieht das Ganze aus. Und mit dem wunderschönen Bild auf die gute Hermine und den guten Killer wird diese Folge erstmal ausklingen. Und da bin ich mal gespannt, ob die ganzen Gäste wieder verschwinden so ohne weiteres oder aber ob da doch das ein oder andere Geistchen bei rumkommt. So, in diesem Sinne verbleibe ich wie gehabt. In diesem Sinne ab in die Rinde, Freunde, haltet euch mal ganz. Ciao, ciao, euer Spiegel 45.